Zwei besondere Menschen hier bei uns am Hamburger Roten Baum sind diese beiden, nämlich Julia Nell und Matthias Brockmann. Beide beim technischen Dienst. Unter anderem ist die Aufgabe hier, unsere Anzeigentafel auf dieser Leiter, Julia, das machst du sonst immer, zu bekleben. Der technische Dienst hat auch noch wahnsinnig viele andere Aufgaben, aber beide sind seit wie vielen Jahren dabei? Seit 2004 tatsächlich, so. Ja. Seit 1996. 1996, da war ich ja noch gar nicht geboren. So, und es ist natürlich so, dass es viele emotionale Geschichten gibt, die ihr mit diesem Turnier verbindet wahrscheinlich, ja. Julia. Was ist so für dich, was bleibt im Herzen hängen? Was für mich immer wieder besonders ist, ist, dass wir alle, also das gesamte Team jedes Jahr immer wieder das Gleiche ist. Das finde ich total schön. Dass wir uns alle Urlaub nehmen oder Zeit schaffen, diese Woche hier zu sein. Das finde ich super emotional und total schön und das genieße ich immer sehr. Wir freuen uns alle immer sehr drauf. Was für mich super, super emotional war, wirklich tatsächlich, dass Michael Stich es noch geschafft hat, auch Nadal und Federer hierher zu holen. Dass Nadal es geschafft hat, die auch nochmal zu gewinnen, das war für mich, fand ich super. Wo kommen dir die Tränen? Also ich habe erstmal angefangen hier als Linienrichter, das war auch eine besondere Zeit. War die ersten 8, 9 Jahre Linienrichter und dann gewechselt hier zu Julia, zur technischen Mannschaft und dieses Fossil, diese Anzeigetafel, das Nostalgische, was übrig geblieben ist, dass wir das immer noch pflegen, bekleben, das ist schon was ganz Besonderes. Es ist so viel, was hier der Technik weichen musste und diese Wand, die gibt es immer noch und man trifft Freunde, man nimmt Urlaub und hat einfach nur Spaß. Da nehme ich mir gerne eine Woche Urlaub. Auch das ist natürlich etwas, was diesen Roten Baum so besonders macht. Aber auch unsere Kinder werden hier groß, ne? Ja, so ist es. Bei mir ist es in der Tat so. Mein großer Sohn, der ist jetzt im dritten Jahr schon Beikind hier. Also die Tradition, die hat sich jetzt fortgesetzt. Das war schon ein Gänsehautmoment, als er das erste Mal auf dem Center Court dann stand, da gesammelt hat. Und der Kleine, der ist damals schon mit eingelaufen. Das war ein Doppel-Halbfinale. Er durfte mit auf den Platz, er durfte die Münze werfen. Und dann stehst du da als Vater und denkst, meine Güte, das gibt's doch jetzt nicht. Er wird interviewt, er sagt, wer ist der beste Tennisspieler, wird er gefragt. Er sagt, ja, der Papa. Und da geht dann das Herz auf, wenn man sowas sieht. Das macht den Roten Baum eben auch aus. Das sind Menschen, wir alle sind Freunde geworden und für uns ist das ein ganz, ganz besonderes Turnier und allein diese Geschichten erzählen genau das. Danke euch beiden.